Fast ein Jahr habe ich auf dieses Tablet gewartet und ich bin wirklich extrem gespannt. Denn der iPad Pro Keller kommt in diesem Jahr nicht von Samsung, sondern von Lenovo. Ja, selten passt ein Modellname wirklich so gut zu einem Produkt wie bei dem Lenovo Tab Extreme, denn daran ist wirklich ziemlich viel extrem. Es wurde tatsächlich schon Anfang des Jahres vorgestellt und ich selbst hatte es schon auf dem MWC 2023 in Barcelona in der Hand. Jetzt haben wir es endlich bekommen und hatten ein bisschen mehr Zeit, uns das genauer anzuschauen. Ich meine, extrem ist allein schon das Design. Das sind Abmessungen von ca. 33 x 21 cm bei 5,65 mm in der Dicke, was eigentlich relativ dünn ist, und einem Gewicht von 740 Gramm. Ich war länger nicht mehr im Fitnessstudio, deswegen so ein paar Stunden das so zu halten, um was zu schauen, könnte ich mir schon schwierig vorstellen. Schließlich ist die Verarbeitung hier auch ziemlich gut. Man verwendet 100% recyceltes Aluminium. Über das Design an sich kann man jetzt vielleicht streiten. Ich finde es jetzt auch nicht mega schön, aber auch nicht hässlich. Ist mir eigentlich relativ egal. Extrem ist aber auch, wie viel Gedanken man sich bei dem Zubehör gemacht hat. Man kriegt einerseits hier so ein Case, wo man das Tablet reinmachen kann. Das ist ein relativ normales Schutzcase, aber mit einer Halterung für den Stift. Funktioniert natürlich alles magnetisch und auf der Rückseite ist hier eben das Fach für den Lenovo Stylus, für den Stift, der mit gratis mit dem Lieferumfang ist. Den kann man hier einfach reintun, denn der lädt magnetisch über die Rückseite und nicht über die Oberseite, was ich ein bisschen besser finde, so wie es zum Beispiel beim iPad gelöst ist. Aber so kann er natürlich gar nicht wegkommen und ist wirklich gut geschützt. Es gibt sicherlich iPad-Besitzer, die ihren Pencil schon mal verloren haben, weil der hier an der Oberseite nicht richtig gesichert war. Ich persönlich bin gar nicht so ein großer Fan von Stylies, weil ich sie selber nicht so wirklich nutze, aber es ist ein gutes Produkt auf jeden Fall mit über 4000 Druckstufen. Wir haben ja auch eine Funktionstaste, er lädt wie gesagt kabellos auf und hat auch eine Handschrifterkennung. Man kann hier also ein paar Notizen machen, aber ich habe eine absolute Sauklaue. Aber man kann hier zum Beispiel eine schnelle Notiz machen, hier den Stift auswählen und dann kann man hier seinen eigenen Namen schreiben, weil man mehr anscheinend nicht kann. Ich sehe hier qualitativ keine großen Unterschiede zu dem Apple Pencil, den ich ab und zu mal benutze, privat am iPad, aber eben halt nicht so oft. Ihr könnt mit dem Stylus natürlich nicht nur schreiben, sondern auch skizzieren, malen. Generell ist er auch fürs Illustrieren gedacht. Das kann ich nicht so gut bewerten, denn meine Zeichenkünste gehen leider nicht weit über Strichmännchen hinaus. Besser gefällt mir da schon das Keyboard, welches zweiteilig ist. Erstmal hat man hier hinten auf der Rückseite so ein Kickstand, der magnetisch befestigt wird, und zwar andersrum, so rum. Das ist schon mal super praktisch, so könnt ihr das Tablet eigentlich wirklich überall hinstellen und das kann jederzeit dranbleiben. Das stört nicht, ist einfach wirklich praktisch, und wenn ihr es eben wie ein Computer nutzen wollt, dann könnt ihr das hier einklinken, wenn ich es hinkriege. Dann ist es hier drin und automatisch wird aus dem Lenovo Tab Extreme eigentlich ein richtiger Laptop. Ihr seht hier, dass er die Tastatur erkennt und er wechselt sofort in den Desktop-Modus. Das kam, glaube ich, erst per Software-Update nachher hinzu. Das ist nicht der normale Tablet-Modus, sondern erinnert eigentlich fast an Windows. Wir haben hier auf der Unterseite einfach eine Taskleiste, wie man das kennt. Wir haben hier eine App-Übersicht, wir haben eine QWERTY-Tastatur und ihr könnt natürlich hier auch den Stift benutzen oder vor allen Dingen das Touchpad. Ich muss sagen, das gefällt mir nicht so 100% gut. Es ist ein bisschen zu sensitiv. Man hat hier auch ein paar Gesten, die man einstellen kann. Die Sensitivität des Touchpads ist leider nicht mit dabei. Ich muss mich hier noch ein bisschen zurechtfinden. Kann hier dann einfach in die Einstellung gehen, wähle die physische Tastatur aus, das Lenovo Tab Extreme Keyboard, kann hier natürlich auch die Sprache auswählen, kann die Multifinger-Gesten auswählen und kann so zum Beispiel mit drei Fingern nach oben, um Multitasking zu aktivieren, kann hier dann wieder runter, um zum Desktop zurückzukommen. Also ihr merkt eine ganze Menge Optionen, was mir sehr, sehr gut gefällt. Und es ist wirklich auch eine gute Tastatur, mit der ich als Redakteur hier bei Turner Gadgets auch wirklich gut schreiben kann. Und wenn ich die Tastatur eben nicht brauche, dann kann ich das ganz leicht wieder abnehmen, kann es trotzdem eben hier hinstellen und das Betriebssystem merkt, auch die Tastatur wurde getrennt, möchten Sie den PC-Modus beenden und ich bin wieder in meinem gewöhnlichen Tablet-Modus. Smart mitgedacht. Warum ist das Tablet so groß? Natürlich wegen dem Bildschirm. Das ist ein 14,5 Zoll großes OLED-Display mit einer Auflösung von 3000 x 1876 Pixeln. Das ergibt zwar nur eine Pixeldichte von 244 ppi, die eigentlich nur so durchschnittlich ist, aber trotzdem ist das wirklich ein sehr scharfer Bildschirm und vor allen Dingen, ihr habt richtig gehört, ein OLED. Kein LCD, kein Mini-LED-Display, sondern ein wirklich echtes OLED-Display, wie man es mittlerweile natürlich von den ganzen Smartphones kennt. Bei vielen Tablets wird daran aber noch gespart, weil es gerade auf der Größe natürlich einiges kostet. Das kennt ihr natürlich vom Fernseher. Das heißt, wir bekommen hier sehr satte Farben und einen hohen Kontrast. Dazu noch eine Helligkeit von bis zu 500 Nits. Das ist ungefähr auf iPad-Niveau und das ist einfach ein
Hammer, Hammer Display. Ihr habt auch ein paar Einstellungsmöglichkeiten, vor allen Dingen eine Bildwiederholrate von 120 Hertz, was in der Preisklasse natürlich vorausgesetzt ist. Aber ihr könnt auch die Zwischenstufe von 90 Hertz wählen, was ich ziemlich cool finde, dass natürlich dann immer noch ein bisschen flüssiger alles ist, aber gleichzeitig auch etwas stromsparender. Die Option hat man zum Beispiel beim iPad nicht. Gerade für den Medienkonsum von Filmen auf Netflix, von Videos von CG auf YouTube oder von Spielen ist das natürlich ein wirklicher Augenschmaus. Und dazu kommt auch noch ein Ohrenschmaus, denn Lenovo verbaut hier insgesamt 8 JBL-Speaker drin, die auch noch Dolby Audio supporten. Und das hört sich echt mega gut an. Richtig schöner Sound. Das könnte man glatt auch als Bluetooth-Lautsprecher verwenden. War ich echt überrascht. Bevor es losgeht, ein kurzer Disclaimer. Das hier ist noch die China-Version vom... Nicht nur 8 Lautsprecher sind ungewöhnlich, auch 2 USB-C-Ports sind ungewöhnlich. Die sind beide auf der Unterseite und den einen habe ich tatsächlich erst ein bisschen übersehen. Das hier ist ein klassischer USB-C 3.2 Gen 1 Port, damit ihr das Tablet mit einem externen Monitor verbinden könnt. Gerade wenn ihr es zum Beispiel zum Arbeiten benutzen wollt, ist das natürlich praktisch. Schön 34 Zoll Curved Monitor dran, kann man schon mal machen. Aber genauso interessant ist die Möglichkeit, hier den DP-in USB-C 2.0 Port zu benutzen, um das Tablet selbst als externen Monitor für zum Beispiel euer Notebook zu verwenden. Dabei unterstützt es dann sogar die Touch-Funktion und das ist echt mal ziemlich cool und ziemlich ungewöhnlich. Nicht ganz so extrem ist es dann leider im Inneren. Obwohl man sich hier für den MediaTek Dimensity 9000 Prozessor entscheidet und Anfang 2023 war das noch das Beste, was MediaTek zu bieten hatte. Da die ganze Veröffentlichung dann aber ein bisschen länger gedauert hat MediaTek in der Zwischenzeit schon den Dimensity 9200 und 9200 Plus veröffentlicht, der den 9000er natürlich ein bisschen überholt hat. Okay, ich persönlich bin eh der Meinung, dass sich bei den ganzen Top-Prozessoren jetzt auch nicht mehr so viel tut und der Kunde dann im Endeffekt, der Endkonsument, da wahrscheinlich gar nicht so den Unterschied merkt und das ist wahrscheinlich auch bei dem Lenovo Tab Extreme der Fall. Schließlich ist das ein sehr guter Octa-Core-Prozessor mit einer hohen Taktfrequenz von 3,05 GHz. Dazu kommen sogar noch 12 GB RAM, 256 GB Speicher, der sogar noch erweitert werden kann, wenn man das denn möchte. Und dafür bekommt man hier echt eine Menge Leistung. Ich habe Asphalt 9 auf höchsten Einstellungen gezockt, auf dem 14,5 Zoll Display. Das macht schon eine Menge Spaß. Nicht ganz so, als ob man in so einem schnellen Auto selbst drin sitzen würde, aber das Erlebnis, da man hier eh fast nur Display in der Hand hat und wirklich gar keine Performance-Lags drin hat, das macht schon Spaß. Gut, es ist kein M2, der dann zum Beispiel in einem iPad Pro steckt. Natürlich hat er noch mehr Leistung, von daher ist es hier nicht ganz so extrem wie bei der Konkurrenz und auch Samsung hat da mit dem Snapdragon noch ein bisschen die Nase vorn, aber es ist mehr als genug Power für die allermeisten Workflows, nur wenn ihr mega kreativ werden wollt mit krassen 4K, 8K Video-Timelines, dann müsst ihr natürlich in noch bessere Hardware investieren. Dafür ist der Akku umso extremer. 12.300 mAh, das sind fast 2.000 mAh mehr als bei dem 12,9 Zoll großen iPad Pro mit M2-Prozessor, was auch noch ein bisschen teurer ist. Versprochen wird hier eine Laufzeit von 12 Stunden und ich konnte es ehrlich gesagt gar nicht so genau überprüfen, weil das Ding einfach immer gehalten hat. Ich habe das einfach ein paar Mal prophylaktisch aufgeladen, denn immer wenn ich es brauchte, hat es auf jeden Fall noch genügend Saft und selbst wenn ihr es dann mal laden müsst, dann geht das auch relativ flott, verhältnismäßig zumindest für so einen großen Akku, denn Lenovo liefert ein 68 Watt Ladegerät mit. Das ist ebenfalls schneller als bei der Konkurrenz, von daher kabellos laden geht natürlich nicht bei so einem Gerät, aber auf jeden Fall jede Menge Power für das Lenovo Tab Extreme. Lenovo macht bei dem Tablet endlich mal einen Fehler, nicht den ganz viele andere Hersteller machen, und zwar sehen sie, dass Front- und Rückkamera gleichwertig sind und wahrscheinlich die Frontkamera mittlerweile wegen Videocalls etc. wichtig ist, deswegen gibt es auch beiden Seiten 12 Megapixel und ich kann hier sogar ein 4K aufnehmen. Beautyfilter war trotzdem drauf, den glaube ich nicht. Ist schön, Tom. Dankeschön. Von daher, sieht ganz cool aus. Auch nicht so extrem wird es natürlich beim Betriebssystem, aber gut, was will man da auch erwarten? Hier ist natürlich Android drauf, Android 13, um genauer zu sein. Und ich persönlich muss immer noch sagen, ich stolper bei so Sachen über so Begrifflichkeiten wie über das Telefon. Das gibt mir immer so einen Eindruck von, ey, das wird nicht so hundertprozentig angepasst auf die Hardware. Dem kann ich aber trotzdem widersprechen, denn hier gibt es eine Menge Einstellungsmöglichkeiten für das Lenovo Tab Extreme und auch verschiedene Szenarios. Erstmal hat man ein paar persönliche Einstellungen. Man kann sogar die Ladeanimation verändern, wenn man das möchte. Man kann die Bildwiederholrate verändern, wie ich das gerade schon gesagt habe. Und man hat hier auch ein paar erweiterte Funktionen für den PC-Modus, um da
Einstellungen vorzunehmen, aber auch noch für ganz viele andere Bereiche. Da zeigt Lenovo wirklich, dass man sich ein paar Gedanken gemacht hat. Hier allein im Kontrollzentrum in den Schnelleinstellungen hat man zum Beispiel die Möglichkeit, systemweite automatische Untertitel zu generieren. Wir haben hier Porträtmodus mit drin. Wir haben aber auch hier eine Beta zum Beispiel von Lenovo Freestyle. Das ist dann so eine AirDrop, Drag-and-Drop-Alternative, wenn man zum Beispiel andere Lenovo-Geräte benutzt. Das kennt man auch von Huawei und Co. Das ist ein globales Gerät, das heißt, alle Google-Dienste sind von Anfang an mit drauf. Der Play Store ist natürlich zertifiziert. Auch Netflix hat Widevine Level 1, das heißt, ihr könnt das hier ganz normal in Full HD alles schauen. Da kann man auch Filme wirklich mal genießen und ihr bekommt sogar Software-Updates. 3 Jahre verspricht Lenovo hier und das war gerade in der Vergangenheit nicht immer unbedingt die Stärke von Lenovo. Da waren zwar coole Geräte, die aber dann nicht ganz so lang supportet wurden. Das sind mir alles Indikatoren von, ey, Lenovo meint mit dem Tab Extreme wirklich extrem ernst und das auch zu Recht, denn mit 1300 Euro wirkt das auf den ersten Blick wie ein sehr, sehr teures Tablet. Und das ist es auch und die meisten von euch werden das sicherlich nicht brauchen. Aber in der Konkurrenz zu einem iPad Pro mit M2 oder einem Samsung Galaxy Tab S9 Ultra ist es tatsächlich noch das günstigste von den drei Modellen mit den 1299 und gratis Stylus, denn in der Konfiguration sind wir bei einem Tab S9 Ultra bei knapp 1500 Euro und bei dem iPad dann schon bei 1600 Euro und dann müsst ihr euch noch den Stift dazu kaufen. Und für den Preis muss ich sagen, bekommt man hier schon eine ganze Menge Hardware und diesmal auch eine Menge Software. Es macht wirklich extrem viel Spaß damit rumzuspielen. Ich hätte es schon irgendwie gern zu Hause, mir fehlt aber ein bisschen der Anwendungszweck. Auf Dauer ist es dann vielleicht gerade für zu Hause auch zu groß, weil ich damit nicht arbeiten würde. Dafür nehme ich dann meinen klassischen Laptop. Ich könnte aber hiermit arbeiten, wenn ich wollen würde. Von daher würde mich mal interessieren, ob das ein Gerät ist, was für euch in Frage kommen würde. Hättet ihr dafür einen Workflow? Findet ihr das spannend? Oder seid ihr dann doch eher kleines Tablet und noch ein extra Notebook? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und wenn euch das Tablet viel zu groß ist, ihr aber Interesse an einem kleinen Tablet habt, dann checkt doch mal dieses Video zu dem AllTheCube iPlay Pro Mini. AllTheCube iPlay. Und wenn ihr Interesse an einem Tablet habt, das aber euch viel zu groß ist und ihr ein kleines sucht, dann checkt doch mal dieses Video aus über dieses kleine Budget iPad Mini für gerade mal 120 Euro. Kostet nur ein Zehntel davon, ist aber trotzdem ziemlich cool. Das war's von mir für heute und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!